Hallo und herzlich willkommen. Schon wieder ist eine neue Folge dran. Ich habe letztes Mal unterwegs irgendetwas aufgenommen. Und zwar irgendwelche Geräusche oder Gespräche da in der Fußgängerzone. Und habe mir es zu Hause angehört, hier mit meinem Datafon natürlich. Und das hat sich grottenschlecht angehört. Ist klar, die Mikrofone können ja nichts. Also habe ich gedacht, muss ein anderes Mikrofon her. Und dann habe ich gedacht, okay, aber nur einfach mal einen Beitrag über ein Mikrofon für ein Telefon zu machen, ist ein bisschen mager. Also wollte ich mal gucken, was taugen denn so Mikrofone eigentlich? Die Spanne geht ja von 5 Euro bis 500 Euro, was ich so gesehen habe. Und lohnt es sich, ein solch teures anzuschaffen? Und welches sollte man wofür nehmen? Es geht nicht nur um Audiocast für Neuzuschauer. Podcast ist für mich genau wie Tesafilm und Coca-Cola und sonst was. Ich mag diese von den Werbefuzzis verursachten Bezeichnungen nicht. Ein Audiocast ist ein Audiocast und kein iPodcast, wo das Ding ja herkommt. So, sondern es geht auch darum, dass wir gerade jetzt in diesen Zeiten mehr miteinander kommunizieren wollen und müssen und das über elektronische Medien. Und da brauchen wir auch zum Großteil Mikrofone und die Headsets und der ganze Kram ist meist äußerst bescheiden, um es mal vorsichtig zu sagen. Gucken wir uns mal an, was ich ausgesucht habe. Es sind ja ausgesucht 6 oder 8 oder wie auch immer man zählen will. Gleich von weg gesagt, wir haben natürlich Testaufnahmen gemacht und um ein möglichst vergleichbares Aufnahmeklima zu schaffen, habe ich Folgendes gemacht. Also Jenner hier, der war nicht dabei, der sitzt jetzt hier nur aus Spaß und Dollerei rum, unser Maskottchen, der möchte relaxen, das sieht man ja auch, der hilft also jetzt bei der Moderation nicht mit. Das hier ist ein Diffusor. Das heißt, das hier ist Material, welches Schall aufnimmt und nicht reflektiert. Und damit es keine Reflexion, keinen Hall und so etwas gibt. Die Dinger sind leider schweineteuer. Die kosten ein paar hundert Euro. Man kann das natürlich auch mit irgendwelchen Kunststoff machen, mit Noppen oder so, so pyramidenförmig. Da gibt es auch ganz speziellen, der auch ganz teuer ist. Aber es geht auch manchmal von irgendwelchen Verpackungen oder so etwas, das zu nehmen und das da drum herum zu machen. Es geht nur darum, wenn ich da drauf spreche, dass die Wände dann nicht das Echo zurückschicken. So. Also, das war die Geschichte. Dann habe ich davor eine Monitorbox gehabt aus dem Studio. Also wirklich eine sehr gute Box, die auch einige hundert Euro kostet, die stand davor und dann wurde es angesteuert mit einer WAV-Datei aus einem Rechner. So, und da hatten wir immer die gleiche Lautstärke, immer die gleiche Datei, immer den gleichen Abstand zum Mikrofon. War besser, als hätte ich selbst gesprochen. Da hätte ich mal lauter gesprochen, mal weniger laut, mal in die Ecke und mal in die. Deswegen ganz fest definierte Sachen. So, dann habe ich gedacht, jetzt haben wir so einigermaßen etwas. Es geht nicht darum, den Frequenzgang zu messen. Es geht nicht darum, irgendwelche technischen Daten jetzt daraus zu holen, sondern es geht einfach darum, wie klingt das Ding? Macht das einen guten Klang? Habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich zuhöre? Gehen wir mal zu den einzelnen Produkten. Das ist die Nummer 1 bei mir. Wichtig, weil dann können Sie auch anschließend die Datei laden bei uns von der Homepage und können sich das im Original anhören. So sieht diese Nummer 1 aus. Hat hier einen Puschel oben drauf. Ob er was taugt, weiß ich nicht. Man kann ihn abnehmen. Das ist das Mikrofon. Dann die Klemme, um das ans Hemd oder Kragen oder sonst was dran zu hängen. Und Moment, machen wir den mal wieder drauf. Sonst fällt er runter und ist weg. Ich muss Ihnen sagen, von professionellen Mikrofonen, wenn dieses Ding weg ist, das kann schon mal ein Hunderter kosten. Also ist ganz schön bescheuert. So, und jetzt kommen wir hier zu diesem Teil. Das ist ein 3,5 mm Klinkenstecker. Und zwar dieser Klinkenstecker, da können Sie ihn eigentlich ganz gut sehen, so. Der hat 4 Pole. Vorn T-Tip, dann 2 Ringe, RR und dann den Schaft.
Der heißt deswegen auch TRRS. Das ist also vierpoliger und der passt normalerweise in mein Telefon hinein und in mein Tablet hinein und sowas. Dann bekommt das Mikrofon, welches sehr hochohmig ist und einen Impedanzwandler eingebaut hat, also eine Verstärkerstufe, die aber nicht die Spannung verstärkt, sondern nur den Widerstand, um es mal dumm zu sagen, anpasst an das Mikrofon, bekommt die Stromversorgung über diese Mikrofonleitung mit. Ja, und das war's. Sie können dieses Mikrofon nicht direkt an ein Mischpult anschließen, denn da kommt diese 3 Volt oder 6 Volt oder 9 Volt, ist sehr weit der Bereich, nicht heraus. Auch wenn ein Mischpult die Möglichkeit hat, Phantomspannung auf den Mikrofoneingang zu geben. Vorsicht, da haben wir 24 oder 48 oder noch mehr Volt. Ob es das überlebt? Normal ja, aber sicher ist es nicht. So, jetzt mussten wir natürlich noch irgendetwas haben, was wir dem Mikrofon vorspielen. Und da haben wir eine Originaldatei genommen aus einem Audiocast von mir, dem letzten, den ich aufgenommen habe. Und da waren wir dann sicher, das ist Sprache. Wir würden ja keine Musik damit aufnehmen, in aller Regel, sondern Sprache. Hör mal einfach mal rein. Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Das ist die Folge 600. Reicht eigentlich schon. Das war also die Aufnahme, die wir jedem Mikrofon mit der gleichen Lautstärke im gleichen Abstand zu dem Lautsprecher-Monitorbox vorgespielt haben. So, jetzt haben wir natürlich die unterschiedlichen Aufnahmen gemacht und dann war es wichtig, einmal eine subjektive Beurteilung zu machen und einmal eine objektive. Objektiv, das sehen wir jetzt hier im Hintergrund, das ist das Frequenzspektrum, was dieses Mikrofon aufnimmt. Wir nehmen also hier eine Menge Bässe mit und hier bei 1,3 kHz haben wir ganz starken Einbruch. Da geht es runter und dahinter haben wir ein bisschen Gewurstel. Das ist also das, was das Mikrofon aufnimmt. Soll heißen, wenn wir einen Ton in gleicher Lautstärke von der Frequenz von 50 Hertz bis, wo gehen wir hier hin, bis 11 Kilohertz spielen würden, müsste die Linie gerade sein. Ist er aber nicht, weil es hier immer tauber wird, könnte man sagen. Die Nummer 1. Ein Mikrofon, welches, ich habe die alle irgendwann im Februar angeschafft, im Februar 2020, und so lange damit rumgespielt, welches etwa 8 Euro gekostet hat. Bei den üblichen Verdächtigen, wie man das findet, wie die Bezeichnung ist, das schreiben wir natürlich zu den Dateien mit dazu. So, dann habe ich gedacht, okay, das ist also in den höheren Frequenzen, wobei 1,3 Kilohertz, darüber ist man nicht hoch, ein bisschen krank. Gehen wir doch mal zu einer sehr bekannten Marke, die gute Produkte verspricht. Das ist dieses hier von Röde. So sieht aus, die Datei 2. Genauso ein Clip, wirkt alles ein bisschen professioneller. Wenn ich ihm die Mütze abnehme, er wehrt sich etwas, können wir erkennen, das Mikrofon ist deutlich kleiner als das andere, was ich da hatte. Und aber das heißt ja noch nichts. Es gibt ja auch kleine Menschen, die besser sind als große. So, und dann wieder das Übliche, der Stecker. Dieser hier, der hat nur einen dreipoligen. Funktioniert aber genauso an meinem Dattelfon. Funktioniert auch nicht am Mischpult. Braucht auch Stromversorgung. So, und das ist also, naja, wenn wir uns von dem Mikrofon das Spektrum ansehen, dann kann man vielleicht erkennen, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Da ist gar kein so großer Unterschied. Der ist minimal. Der Unterschied hier ist im Name, das ist ein Markenname, und im Preis. Das erste kostet 8 Euro, das kostet 60 Euro. Also das muss dann jeder selbst wissen. Und vor allen Dingen hören Sie sich die Files an,
die wir online stellen. Da können Sie dann mit eigenen Ohren beurteilen, ist mir das ein Unterschied von über 50 Euro wert oder nicht. Kommen wir zum dritten. Das hier kostet ein bisschen mehr als das erste. Es liegt irgendwo so bei 14, 15 Euro. So heißt es. Und welche Überraschung. Es sieht wieder quasi genauso aus. Hat auch wieder hier einen Puschel, der ist sogar noch ein bisschen größer. Ich lasse ihn jetzt mal drauf. Die Pummelei muss nicht sein. Und ich habe wieder hier einen TRRS, also einen vierpoligen Stecker. Gut. Auch dieses Mikrofon können wir uns mal ansehen, wie es da mit dem Spektrum aussieht. Und wenn wir uns das ansehen, dann eigentlich fast kein Unterschied. Es ist so in etwa das gleiche wie die anderen beiden. Also alle drei Mikrofone von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Preisklassen haben ungefähr das gleiche Spektrum. Ich würde sagen, ich nehme das billigste und fertig. So, dann gibt es noch die nächste Gruppe. Auch, naja, sagen wir mal, im weitesten Sinne Ansteckmikrofone, aber mit einer Funkstrecke. So, da gibt es dann so etwas in einem wunderschönen Koffer. Da sind kleine Puschel dabei, da ist ein Eisbärpuschel dabei für ganz viel Wind im Freien. Da ist ein Sender und ein Empfänger dabei. Die kann man umschalten auf 6 Kanäle, 6 unterschiedliche. Da kann man auch sehen, wo er arbeitet, bei 567 MHz. Und der Empfänger auch. Ich kann die Batterien erneuern, ich kann den Hub einstellen. Hier steht Volume drauf, damit ist der Hub gemeint. Also man versucht hier das, was im professionellen Bereich gang und gäbe ist, in irgendeiner Art nachzumachen. Und das Wichtige, das Mikrofon, überraschenderweise, ist auch dabei. So, und hier haben wir wieder einen dreipoligen, 3,5 mm Klinkenstecker und einige Adapter und sonst was. Ich lasse den Krempel da drin. Man kommt auf jeden Fall auf alle Geräte, 3- oder 4-poliger Stecker oder sonst was. Alles dabei geht. Frage, wie gut ist denn das Ding? Und auch das haben wir natürlich uns angesehen und das können wir uns auch anhören. Denn das, was wir online stellen, können wir uns auch hier mal zu Gemüte führen. Hören wir einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Das ist die Folge 642 des Audiocasts von CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören. Das letzte Mal in diesem... So, und das Angehörte sehen wir uns jetzt auch an. Also das Spektrum davon. So, und jetzt sehen Sie hier... Hier haben wir ungefähr an der gleichen Stelle auch wieder einen starken Abfall und danach kommt so gut wie gar nichts mehr. Und hier fehlen auch noch die Bässe. Ist also komplett unausgewogen, das Verhältnis Bässe weg, Höhen weg, mehr weg als bei den anderen. Ein Gerät, was irgendwo so um die 80 Euro herum gekostet hat im Februar. Und außerdem ist da noch ein deutlich wahrnehmbares Rauschen mit dabei. Naja, es ist schön, eine Funkstrecke. Reichweite habe ich nicht ausprobiert, denn man geht ja nicht so weit weg. Hersteller sagt irgendwas von 50 Metern. Okay, damit könnte man leben, wenn es von vernünftiger Qualität wäre. In meinen Ohren ist es das nicht. Nächste Eskalationsstufe, die arbeiten hier bei 500 MHz. Dann gibt es auch noch so etwas, dieses hier. Also so ein Äumel, den man sich um den Hals hängen kann und das Mikrofon, ne, so nicht, das wäre ja Erdfunk, muss ja hier irgendwo in der Luft sein, da an der Seite. Und das hier ist der Empfänger, da sind Akkus eingebaut, da ist ein Ladekabel dabei, ein Y-Kabel, kann ich aufladen per USB und 2,4 GHz. Übertragung. Hier kann ich jetzt direkt in ein Mischpult hineingehen, weil hier der Verstärker drin eingebaut ist und mit einem Akku betrieben wird. Ich brauche also hier keine Stromversorgung. Ich kann aber auch
hier abziehen. Wenn ich irgendwo einen 3,5 mm Klinkenstecker brauche, kann ich da drauf gehen. So, also das sieht lustig aus. Ich habe gedacht, 2,4 GHz haben wir ja nun genügend Bandbreite, um auch vernünftig was übertragen zu können. Und das hören wir uns ganz genauso mal an. Nicht jetzt, das machen Sie zu Hause in aller Ruhe, da können Sie es besser vergleichen. Aber wir sehen uns zumindest mal von dem Mikrofon aus das Spektrum an. So, da ist es schon. Was sehen wir hier? Hier haben wir diesen starken Einschnitt. Gar nicht so. Der geht also hier recht gut weiter in der Frequenz. Aber hier, da, besser oder sowas, da ist gar nichts. Der fängt also hier erst bei, 150 Hertz oder sowas überhaupt an. Und dann ist er auch noch nicht gleich da. Also, das hat unten die Bässe weggeworfen und dafür ein paar mehr Höhen. Warum man sowas macht, weiß nicht. Ich kann es nicht beurteilen. So. Das waren jetzt diese kleinen Teilchen. Kleinteilchen, könnte man sagen. Wir könnten ja auch mal überlegen, wegzugehen von Ansteckmikrofonen oder Drahtlosmikrofonen. Wir können uns jetzt so ein Mikrofon auch auf den Tisch stellen. Schauen wir mal. Das ist das, was hier steht. Bei mir als die Nummer 6 bezeichnet. So sieht das aus. Und das Mikrofon kommt erstaunlicherweise mit einer ganzen Menge Zubehör. Da ist einmal das Anschlusskabel dabei mit einem Klinkenstecker. Da ist ein zweites Kabel dabei. Das kann ich hier anschließen. Da ist ein Analog-Digital-Wandler dabei. Dann kann ich von hier aus direkt auf USB gehen. Und ich kann es natürlich auch stumm schalten, ausschalten. Es ist ein Ständer dabei, der nicht die Profi-Qualität erfüllt, wie ich sie kenne, aber relativ gut den Klopfschall und Berührungsschall sowas absorbiert. So, dieses Gerät, dieses Mikrofon, braucht keine Batterie, sondern das wird ja ganz einfach entweder über das USB angeschlossen oder an einen Eingang, wo normal Mischpult und Verstärker sowas ist. Wie ist denn der Klang davon? Das hat ja nun eine ganze Menge Kabel, Adapter und so weiter und so weiter. Kostet etwa 40 Euro, das muss man sich überlegen. Der Preis hat mich mehr als erstaunt. Und Marantz ist ja nun nicht unbedingt eine Schrottmarke, sondern im Gegenteil, hat ja im gehobenen Hobbybereich einen guten Ruf, um die 40 Euro. Und jetzt sollten wir uns das aber wirklich mal anhören, mal hier kurz reinhören. Natürlich liegt die Datei auch bei CC2TV für Sie zum Download bereit. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Das ist die Folge 642 des Audiocasts von CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören. Ja, also erstaunlich, was dieses Mikrofon für meine Ohren bringt. Und wenn wir uns das ansehen, da sehen wir, hier haben wir nicht diesen Einbruch, hier haben wir nicht diese tiefe Einschnitt bei den niedrigen Frequenzen. Es geht hier fast linear weiter und das ist ein Zeichen dafür, dass es einen fast geradlinigen, guten Frequenzgang hat. Es sieht natürlich ein bisschen anders aus, so eine Darstellung, als das, was man wirklich messtechnisch herausbekommen würde, wenn man den Frequenzgang misst. Aber wie gesagt, hören ist wichtig. Der Klang. Ich kann messen bis zum geht nicht mehr. Und dann sagen mir die Ohren aber, Mensch, das Ding ist aber UAS, also unter aller Sau. Und das andere, was von der Messung her schlecht ist, empfinde ich vielleicht als gut. Also machen Sie es selbst. 40 Euro ist ein Sensationspreis für einen für mich extrem erstaunlichen Klang. Gut, jetzt habe ich gesagt, das waren jetzt alles so moderne Krempel. Ich habe natürlich auch viele alte Sachen. Ich habe mal ein altes Sennheiser mitgebracht. Das ist noch in der Originalverpackung drin. Das ist so alt, da ist der Schaumstoff ist kaputt. Den darf man nicht mehr berühren. Aber das Mikrofon, ein MD421, eins der Originalen noch, das
habe ich noch, das funktioniert noch, damit arbeite ich zum Teil auch noch. Wenn wir uns jetzt von dem mal den Klang im Vergleich, das Spektrum, zu dem Marans, was ich vorher gezeigt habe, ansehen, und dann werden Sie vielleicht erstaunt sein, das sieht fast identisch aus. Auch hier bis auf ein paar kleine Dellen, fast linear der Bereich. Das ist ein dynamisches Mikrofon, das kann ich direkt an Mischpult anschließen. Das kann ich mit einem kleinen Adapter natürlich auch an mein Datelfon anschließen. Nur damit durch die Gegend zu laufen, naja, würde Eindruck machen. Also ein Mikrofon, welches vor 40 Jahren 400 Euro oder 450 gekostet hat, heute noch die gleiche Qualität bringt wie vor 40 Jahren. Übrigens, Sennheiser hat dieses Erfolgsmodell immer wieder neu aufgelegt. Es gibt heute das 421 Römisch 2, kostet heute 400 Euro und ist vom Klang her durchaus vergleichbar mit dem, ist auch die gleiche Technologie. Jo, habe ich gedacht, jetzt haben wir eine ganze Menge so Sachen und Altertümchen uns angesehen. Wollen wir mal ein richtiges Mikrofon in Anführungszeichen nehmen. Habe ein neues Studio-Mikrofon mitgebracht. Ein Mikrofon in der 400-Euro-Preisklasse. So sieht es aus, ein Handmikrofon. Leider macht es viele, viele Griffgeräusche, wenn man also eine unruhige Hand hat. Ist es nicht so berühmt, aber wenn man es auf dem Ständer stellt und dann die gleiche, unter gleichen Bedingungen die gleiche Aufnahme macht, wie mit allen anderen Mikrofonen, kann man hören, okay, das macht einen guten, einen sehr guten, ist ein professionelles Reporter-Mikrofon. So, jetzt gucken wir uns dazu auch mal das Spektrum an. Und das sieht so aus. Da sehen Sie, also es ist fast identisch zu dem alten 421er und es ist fast identisch zu dem 40 Euro Mikrofon. 400 Euro, 40 Euro. Ja, das ist der Grund, weswegen ich sage, wir müssen mal versuchen, diese Dinge irgendwo zu vergleichen. Rein mit dem Höreindruck und dann mal so ein kurzer Blick aufs Spektrum, damit wir wissen, dass unsere Ohren uns nicht trügen. Ja, und was dabei rausgekommen ist, es hilft Ihnen vielleicht, wenn Sie wissen, dass ein solches, die Nummer 1, billiges Mikrofon durchaus in der Lage ist, vernünftige Aufnahmen zu machen. Noch etwas soll man dazu sagen. Und zwar, alles das, was wir haben und was wir hier auch sehen, kann man ja nachbearbeiten mit nahezu jedem Schnittprogramm. Ich kann ja die Höhen, die mir fehlen, wieder anheben. Wenn irgendwas ganz weg ist, wo nichts ist, kann man nichts verstärken. Aber ich kann das anheben, ich kann das linearisieren, das kann ich in der Nachbearbeitung machen. Einstellung in zum Beispiel hier Audacity, damit haben wir das hier gemacht. Und das funktioniert prima. Jetzt habe ich aber gedacht, okay, nehmen wir mal ein noch teureres, unsere Studio-Mikrofone, hier diese Dinger, die wir hier haben, die kosten im Set, also Sender und Empfänger, so sieht der Sender aus und dazu gibt es dann einen Empfänger, Diversity-Empfänger mit zwei Antennen, die kosten im Set knapp 700 Euro. Und dann habe ich gesagt, gut, dann müssen die ja nun besonders gut sein. Und das schauen wir uns auch mal an und da sehen wir, der fällt also hier schon sehr stark ab, hat hier eine Lücke und hier bei 4 kHz, da ist fast nichts mehr. Wir müssen also alles das, was wir hier aufnehmen, alles, was wir so an Videos machen, vom Ton her anschließend nachbearbeiten, anheben, damit das nicht so dumpf klingt, als würde ich irgendwo in der Höhle, die mit Bärenfell ausgekleidet ist, sitzen. Erstaunlich, muss man schon sagen. Hier müsste ich mal gucken, ob es am Mikrofon liegt oder an der Strecke. Ich weiß es nicht. Wir sind das jetzt bei der Vorbereitung zu dieser Sendung darauf gestoßen. Vorher haben wir das nicht gemessen. Haben gesagt, gut, Sony, ein guter Name und fertig. Aber man muss auch diesen teuer bezahlten Gaul ins Maul schauen, nicht nur den geschenkten. Einen Tipp möchte ich Ihnen noch geben. Wenn Sie sich zu so einem Lavalier-Mikrofon entscheiden, so einem Anstecker, und vielleicht haben Sie es auch im Fernsehen schon gesehen. Die Profis, die machen dann Folgendes. Wenn Sie einen Sprecher haben, der viel macht,
die drehen das Mikrofon nach unten. Das ist also kein Idiot gewesen, der Tontechniker, sondern es geht ganz einfach darum, diese kleinen Mikrofone haben erstmal standardmäßig eine Kugelcharakteristik. Das heißt, der Aufnahmeraum ist nahezu kugelförmig um das Mikrofon. Und deswegen ist es ziemlich wurscht, ob Sie so auf das Mikrofon sprechen oder so oder so oder so. Wenn die nach unten sind, dann werden aber die Druckänderungen, wenn man also Tischlaute und Presslaute sowas gibt, werden nicht so stark aufgenommen, als wenn man das nach oben hat, weil hier dieser richtige reine Luftdruck dazu kommt. Also ein kleiner Trick, wenn Sie irgendjemand haben oder selbst solche Sachen machen, so oder was weiß ich auch immer für Merkwürdigkeiten, drehen Sie das Mikrofon nach unten, so als Erdaufnahme, und dann funktioniert es auch. Sie werden es ja jetzt hören. Es funktioniert jetzt genauso. Ich drehe es mal wieder nach oben. Wo bist du denn da? Er will nicht mehr, er ist beleidigt. Ich komm. Na, jetzt ist es abgegangen. Jetzt muss ich erstmal wieder hier ranfummeln. Ja, sollte man so nicht versuchen, quasi live darzustellen. Also, ich denke, ich konnte Ihnen da einigermaßen Überblick darüber geben. Und der Vergleich zwischen dem Marantz und dem Sennheiser, wenn Sie sich das mal anhören, Mikrofon Nummer 6 und Mikrofon Nummer 8, ist schon erstaunlich. Thomas ist gerade ins Studio gekommen. Wirst du mich kontrollieren? Oder? Nein, ich finde es sehr interessant, was du machst. Hallo zusammen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Dinge einfach noch ergänzen. Du hast sehr, sehr viel natürlich schon gesagt, aber bei den Mikrofonen für mich gibt es hier ganz klar, ich habe mir das auch vorher angehört und habe mir das unter dem Kopfhörer angehört, mehrmals in verschiedenen Reihenfolgen, um die Mikrofone wirklich zu erfassen. Und es ist natürlich eine Sache, jeder Mensch spricht anders. Und das heißt, es gibt auch nicht das Mikrofon für den Sprecher, sondern wir haben verschiedene Sprecher und die haben alle ein anderes Klangbild und für die klingen wahrscheinlich unterschiedliche Mikrofone unterschiedlich. Genauso ist unser Hörempfinden unterschiedlich. Das heißt, die Mikrofone, die von sich aus schon ein gutes Klangbild haben, wie hier, der hier und die beiden Sennheiser-Mikrofone, ja, sie haben ein unterschiedliches Klangbild, das können Sie sich anhören, das sollten Sie sich anhören, das ist sehr interessant. Aber welches davon besser ist, kann man eigentlich nur subjektiv entscheiden, finde ich. Und auf der anderen Seite, bei diesen Puschel-Mikrofonen, bei diesen Lavalier-Mikrofonen, wie sie da heißen, bin ich ein bisschen entsetzt. Ich verstehe es noch nicht, warum die alle, auch unser teures Studiomikrofon, diese Kerbe, also diese bei 1,5 Kilohertz so stark abfallen. Was man natürlich wieder draufbringen kann hinterher, wie Wolfgang das schon gesagt hat. Aber ich glaube, wir haben am Anfang haben wir uns richtig gewundert im Schnittprogramm, wie weit wir da hochgehen mussten. Und nachdem ich das jetzt gesehen habe und mir dann nochmal die Einstellung angeguckt habe, wir haben es ziemlich genau getroffen. Wir gehen so bei 1,4 Kilohertz, gehen wir da hoch und verstärken ganz massiv unser Signal hier. Und da bin ich ein bisschen erschrocken. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil es ist ja ein relativ kleiner Raum, ein kleiner Klangkörper, und physikalisch betrachtet würde es für mich Sinn ergeben, wenn die Probleme hätten mit niedrigen Tönen, weil hohe Töne haben niedrige Wellenlängen und das sollte da drin sich eigentlich wieder gut resonieren im Gegensatz zu niedrigen. Ich verstehe es nicht, vielleicht hat es irgendeinen Hintergrund, aber Präemphasis kennt man ja auch aus dem Radiobereich, dass man die hohen Töne anheben musste, bevor man sie dann auf die Antenne schickt. Also das ist ein alter Effekt. Und hier bin ich halt wirklich sehr erschrocken. Also da muss ich sagen, das ist Schrott. Also ich würde es wirklich niemandem empfehlen. Man darf sich nicht von so einem Koffer blenden lassen. Ich finde, was hier wirklich was taugt, das schenke ich dir. Das sollten wir aufheben. Ja. Bei dem Rest müssen wir noch überlegen. Damit kann man dann wirklich was anfangen. Ja, also das hat mich wirklich ein bisschen negativ umgehauen. Wenn ich jetzt die Frage stellen würde, welches dieser Mikrofone würdest du nehmen, wenn du dir eins aussuchen dürftest? Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt natürlich darauf an, wenn wir Audio- und Videobearbeitungen machen und die Zeit haben, wie du gesagt hast, das anzuheben, dann kann man die natürlich eigentlich
diese 6 Mikrofone, abgesehen von den beiden Funkmikrofonen, problemlos verwenden. Wenn es darum geht, an einer Videokonferenz teilzunehmen oder einen vernünftigen Klang einfach bei einem Audioanruf zu haben, ohne vorher dann groß rumfummeln zu müssen mit einem Equalizer, dann würde ich zu den dreien raten. Das hier ist ja wirklich, das wurde ja früher auch im Rundfunk wirklich massiv eingesetzt. Ja, das sieht man in alten Fernsehsendungen und Filmen immer noch. Ja. Aber für heute, für heutige Zeiten und gerade weil eben die Technik dabei ist, für heutige Zeiten würde ich, glaube ich, hierzu tendieren, weil die hier, die haben ja einen relativ niedrigen Ausgangspegel. Und da ist jetzt nicht unbedingt gesagt, dass man das, wenn man das tatsächlich mit dem Telefon, mit dem Handy macht, dass man das tatsächlich so weit anheben kann, dass es gut klingt, dass das Telefon wirklich so stark verstärkt oder vielleicht ansonsten irgendwie rauscht oder so. Deswegen, ich würde, glaube ich, wirklich am anwendungsfreundlichsten für den heutigen Benutzer ist das. Marans. Falsche Antwort. An deiner Stelle hätte ich gesagt, ich nehme das für 400 Euro, verkaufe das, kaufe mir so eins und kann ein ganzes Jahr kostenlos Eis essen. Ja, können wir auch. Kann mich ja nochmal umentscheiden. Okay, danke für deine Einschätzung, Thomas. Bitteschön. So, damit sind wir eigentlich am Ende angekommen. Ich werde jetzt das machen, was der kleine Wusel mir schon ja quasi vorgemacht hat mit seiner Beschriftung drauf, etwas zurücklehnen, etwas entspannen, etwas ausruhen, einfach relaxen. Sie können sich jetzt diese Audiodateien runterladen und wenn Sie wollen, auch die Grafiken dazu, da kann man das selbst einigermaßen ansehen. Wie gesagt, Sie müssen selbst entscheiden, welches klingt am besten und wie viel ist mir das Beste wert. Vielleicht reicht ja auch das mit 8 Euro. Das war's für heute. Ich hoffe, wir konnten so ein kleines bisschen Helligkeit in die dunkle Mikrofonwelt bringen. Ich sage immer ein Bit übrig behalten und bis zum nächsten Mal und tschüss. Außerdem hätte ich fast vergessen, weil es immer automatisch kommt. Die Spender, dafür bedanke ich mich ganz herzlich, die zu Weihnachten nochmal in die Tasche gegriffen haben. Da waren einige dabei. Ganz, ganz super. Ich finde, nur mit solchen Spenden können wir unsere Sendung weitermachen. Und ich glaube, viele wollen, dass wir weitermachen. Bis dann und tschüss.